So, dann trifft den Bettlerkönig. Gut, dann machen wir das. Was fehlt dir? Ich sehe auf einem Auge nichts mehr. Hier geht's ja rot an was rein. Was? Danke. Du hast das reinste Wunder gewirkt. Ich will's dir vergelten. Dann überzeugt das Pakt im Stadtrat, dass Zauber kein Lux, sondern unbedingt man einen Köcher und keine Schwerter. Man würde nicht auf mich hören, Herr. Sie haben Angst vor Menge. Dann sag ihnen, wenn einer von ihnen krank wird, kann er den Kopf in die Flammen des ewigen Feuers stecken. Und jetzt gestatte mir etwas Ruhe. Ein mutierter Monsterschlechter. Faszinierendes Bitte Beispiel. Bitte lass mich allein. Okay. Und seine Stimme so interessant Guck mal, gerade. Was ich gefunden habe. Das so, ist kommen wir hier rein? Oh ja. Gut. Immer mehr Leute suchen hier. Hey. Wird Zeit, dass wir was klarstellen, Zauberin. Ja, höchste Zeit. Meine Männer und ich kommen prima ohne dich oder andere Magier aus. Während ihr, nun, ohne unsere Hilfe wärt ihr leichte Beute für die Tempelwache. Wen haben wir da? Geralt? Hallo, Triss. Wie ich sehe, kennt ihr euch. Wie ich sehe, kennt ihr euch sogar gut. Ich war neugierig, ob du mich finden würdest, Hexer. Irre ich mich oder willst du was von mir? Wer weiß. Ein Mann mit zwei Schwertern, der sie zu führen weiß, kann heutzutage nützlich sein. Du hättest einen Handlanger nach mir schicken können. Hätte ich. Aber ich wollte sehen, wie du es machst. Ob du nicht nur Muskeln, sondern auch Grips hast. Siehst du, Hexer, ich habe Pläne. Weitreichende Pläne, diese Stadt komplett auf den Kopf zu stellen. Warum verschaffst du dir keinen Sitz im Stadtrat? Der Stadtrat besteht aus Marionetten. Und der Puppenspieler ist der Hierarch des ewigen Feuers. Oder war es? Bis Radovid und seine Hexenjäger die Zügel übernommen haben. An scheinbarer Macht bin ich nicht interessiert. Ein Mann mit Weitblick. Eines Tages wird die sogenannte freie Stadt Novigrad wirklich frei sein. Aber zuerst müssen wir den Aberglauben loswerden. Das Gebrabbel über die geheiligte Essenz des ewigen Feuers ist doch Kinderkram. Wirklich? Die Hinrichtung hat die Massen begeistert. Die meisten davon waren Erwachsene. Jeder Mob beklatscht den Gestank brennenden Fleisch. Aber eines Tages begreifen die Leute, dass das ewige Feuer nichts als eine Schlinge um ihren Hals ist. Man nennt diesen Ort die stinkende Hecke. Aber es ist Novigrad, das stinkt. Dies hier ist die letzte Bastion von Vernunft und Verstand. Schön, dass jemand wie du in unsere Stadt gefunden hat. Denn eines Tages wird die Stadt uns gehören, Geralt. Denk an meine Worte. Unsere Stadt? Ja, meine und die meiner Freunde. Aber das ist eine andere Geschichte. Fürs Erste lasse ich euch zwei alleine. Es ist ja offensichtlich, wie nötig ihr das habt. Geralt, ich muss einiges in der Stadt erledigen. Ich komme gerne mit. Was habt ihr für eine Abmachung? Benutzt er dich? Er hilft mir eher beim Überleben. Wenn mir vor 6 Monaten jemand gesagt hätte, Triss Merigold arbeite für einen Norwegrader Kriminellen, ich hätte es nicht geglaubt. Vor 6 Monaten musste Triss Merigold sich von jemandem trennen, der ihr sehr viel bedeutet hat, und ein neues Leben beginnen. Es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Komm. Oh, Zauberin, schön wie immer. Wie schade, dass du gehst. Keine Sorge, ich bin bald zurück. Du bist wohl wegen wichtiger Angelegenheiten in Novigrad? Wichtig wird der Sache nicht gerecht. Ich suche jemanden. Wen genau? Eine junge Frau, die für mich wie eine Tochter ist. Sie? Hier? Nein, unmöglich. Sie war hier. Dafür gibt es Zeugen und Beweise. Ich hatte gehofft, dass du etwas weißt. Du bist schon eine Weile hier. Du musst mir helfen, etwas zu finden. Irgendwas. Eine Spur. Natürlich. Ich tue, was ich kann.
Wer könnte nur mehr wissen? Ja, das würde ich jetzt auch gerne wissen. Was machen wir jetzt eigentlich? Ein bisschen spazieren oder was? Sie läuft immer vor mir weg. Also können wir das Ganze ein bisschen beschleunigen. Hallo Sprit, hast du die Zutaten für den magischen Duft bekommen? Ja, mit einigen Schwierigkeiten könnte man sagen. Ich war mit einem Sack voller Schätze für dich am Kanal unterwegs. Da sah ich drei Tempelwachen auf mich zukommen. Komm zur Sache, Sprit. Keine Zeit für eine deiner langen Geschichten heute. Warte! Ein Sack voller magischer Zutaten? Und die Wachen kamen direkt auf mich zu? Ich bin kein Feigling, aber da brach mir der Schweiß aus. Mir blieb keine Wahl. Ich warf den Sack ins Wasser. Als sie mich befragten, sagte ich, es wäre eine tote Katze drin gewesen. Nicht zu fassen, dass sie mir geglaubt haben. Ich brauche die Sachen, Sprit. Ich stehe unter Vertrag. Sie liegen im Kanalbett. Zum Glück waren sie schwer genug, um zu sinken. Du findest sie bestimmt, wenn du suchst. Ich soll dich bezahlen und dann in diesem eiskalten Dreck nach meinen Sachen tauchen? Das kann ich machen. Wo hast du sie reingeworfen? Beim Kran. Zweite Brücke vom Hafen. Solche Ergebenheit habe ich nicht erwartet. Ich wollte mich sowieso erfrischen. Gehen wir. Halt! Hört ihr? Sie kommen uns holen. Der Idiot hat dich gehalten, bis ich ihm die Fersen durchbohrt habe. Jeder hat seine wunden Punkte. Ich habe mal einen Magier verhört. Dem konnte Schmerz nichts anhaben. Fingernägel rausreißen, Eier zermalmen, nichts. Aber er war kitzlig. Ich legte ihm einen Käfer auf den Bauch, setzte einen Becher drauf und der Magier wurde fast irre. Wir haben noch mal Glück gehabt. Aber ihr geht besser durch die Kanalisation raus. Die Falltür ist im Boden. Pass auf dich auf, Sprit. Ja, dann sollten wir wohl durch die Falltür gehen, die total unauffällig ist. Huch, drin hier. Ist aber nicht nett. Der hält auch ganz anders aus. Ja, da haben wir mal schnell kurz einen Prozess gemacht. Hier muss ein Ausgang sein, sonst hätte Sprit uns auch nicht hergeschickt. Hier muss ein Hebel an der Wand sein, der die Geheimpassage öffnet. Der hat ja lauter interessante Sachen in seinen Kisten. Hatte lauter interessante Sachen in seiner Kiste. So, also es zieht hier, es soll hier einen geheimen Ausgang geben. Ich würde jetzt denken, der hat hier eine Illusion irgendwo erschaffen, aber anscheinend nicht. Hier. Freie Stadt Novigrad. Der Name hat mal was bedeutet. Darum sind ja nach dem Massaker von Lokmuin so viele Magier hierher gekommen. Dachten, sie wären hier sicher vor Radovids Scherben. Stattdessen gerieten sie vom Regen in die Traufe. Aber Novigrad hat enorme Geldvorräte. Und man braucht dreierlei, um einen Krieg zu gewinnen. Wenn Sprit recht hat, liegt der Sack irgendwo hier unten. Wenn nicht... Der arme Kerl ist vergesslich, seit Menge ihn verhört hat. An Verfolgungswahn scheint er auch zu leiden. Der Sack muss seewärts getrieben sein. Ich schwimme zum Hafen. Kommst du rein? Vielleicht ein andermal. Du weißt nicht, was du verpasst. Das Wasser ist voller stinkender Öle. Das ist gut für den Tarn. Nett. Hör mal auf, mich zu schubsen. Hier schon selber rein. So. Also, mal gucken. So, mit Hexersinn sollte das doch machbar sein. Erstmal gucken, ob... Oh, da hinten ist doch schon was. Na, komm. Schwimmen. Ja. Achso, doch, das war nur... Lol, das war nur die Sonne. Ich dachte, hier wäre tatsächlich eine Kiste oder ähnliches. Okay, da vorne ist die Kiste. So, dann wollen wir hier schneller schwimmen. Dauert nur eine halbe Ewigkeit. Aber wir werden es schaffen.
Oh, jede Menge Rüstungen, die wir hier gerade kriegen. Das finde ich echt hochinteressant. So, Sauerstoff haben wir noch ein bisschen. Verbesserte Schwalbe. Oh, das ist auch sehr gut. So, jetzt wollen wir mal ganz kurz Luft holen. So. Das sollte ja wohl reichen. Bin mal gespannt, was ihr damit vorhat. Aber Triss können wir tatsächlich blind vertrauen. Das ist eine gute alte Freundin von Geralt. Hast du den Sack oder bist du umsonst nass geworden? Es gibt nichts Schöneres, als in einem dreckigen Kanal zu planschen. Ich habe ein paar Fische gefunden. Einen rostigen Anker, ein Bootswrack. Oh, und das hier. Mein Paket. Hoffentlich ist es nicht völlig durchweicht. Du bist ein Schatz. Du bist wohl ganz in deinem Element. Erinnerst du dich noch an meine Elemente und die Art, wie ich sie einsetze? Komm schon. 6 Monate sind nicht viel Zeit. Und ich bin nicht senil. Leidest aber bisweilen an Amnesie. Mein Gedächtnis ist wieder vollständig. Gut. Das dürfte die Leute davon abhalten, dich auszunutzen. Jemand hat mich ausgenutzt? Ich zum Beispiel. Ich hab doch nicht mal angedeutet. Wir müssen uns beeilen. Ja, das hat sie tatsächlich. Meinen Gruß, Zauberin. Meinen Gruß, Brandon. Ich dachte nicht, dass du jemanden mitbringst. Ist das ein Problem? Beim ewigen Feuer, nein. Ich bin nur überrascht. Gemeinsam erledigt ihr sicher alles doppelt so schnell. Ihr seht wie echte Experten aus. Aber ich hätte gern, dass ihr sofort loslegt. Triss, du und Brandon hier. Habt ihr einen Preis ausgehandelt? Wir hatten eine volle Börse vereinbart. Brandon & Co. ist eine seriöse Firma. Wir haben den größten Kornspeicher in Novigrad. Mir gefallen Kaufleute nicht, die mit billigem Lob kommen, ehe die Arbeit getan ist. Das war kein billiges Lob. Es waren Tatsachen. Ich rede auch von Tatsachen. Bezahl sie vollständig im Voraus. Ich fürchte, das geht nicht. Dann fang deine Ratten selber. Ach, darum hat sie dich dabei. Schön. Eine Börse voller Novigrader Kronen. Als Zeichen meines guten Willens. Wir müssen diese Kristalle um den Kornspeicher verteilen. In die Nähe von allem, was nach Ratten aussieht. Huch, Triss, dein Gesicht. Oh mein Gott, Triss, dein Kopf. Triss, was ist da los? Okay, schon lange nicht mehr so einen schönen Bug gesehen, aber ich habe ihn gefunden. Triss, hey, Triss, was ist da los? Ich übernehme die Hälfte für die andere. Such nach Anzeichen von Rattenaktivitäten. Die Sache ist, dass ich zwar Manticore-Aktivitäten erkennen kann. Entschuldigung, ich hoffe, ich kann dir speichern und würde das gerne mal neu laden. Ja, wir laden direkt auf diese Stelle neu. Ich hoffe, dass sie dann vielleicht ein Gesicht kriegt. Die Spione des Kaisers hatten die Wahrheit gesagt. Ciri war in Novigrad eingetroffen. Es bestand keine Hoffnung, sie in der größten Stadt des Nordens zu finden. Aber Geralt hatte zuverlässige Freunde. Er beschloss, sich an Triss Merigold zu wenden. Diesen Mantel, den er da trägt, den hätte ich echt gerne. Ich übernehme die Hälfte, du die andere. Such nach Anzeichen von Rattenaktivitäten. Die Sache ist, dass ich zwar Manticore-Aktivitäten erkennen kann, aber Rattenaktivitäten... Geralt, wir wären beide lieber woanders. Ich säße jetzt gern in einer königlichen Beratung. Aber mein König wurde getötet. Such nach Spalten und nach Kot. Was, wenn wir das Duftzeug platziert haben? Dann wirke ich einen Zauber und die Ratten verschwinden. Kannst du das nicht auch ohne Duftzeug machen? Ich habe gar keine Lust, nach Rattenscheiße zu suchen. Hör auf zu jammern. Na gut, auf jeden Fall haben wir den Bug behoben. Dafür hatten wir jetzt fliegende Spinnenweben, aber sie hat wenigstens ihr Gesicht wieder. Das gefällt mir doch einiges besser. Okay, es sind 3 Stück an der Zahl. Also eins haben wir gefunden, ein Kot-Eck. Haben wir hier noch eins. Sieht vielversprechend aus. Der Kerl gefällt mir nicht. Brandon? Mir auch nicht. Er ist viel zu...
Aber gut, dass wir die Kohle schon im Voraus gefordert haben. So können wir nicht übers Ohr gehauen werden. Ich glaube, jetzt sind alle Löcher verstopft. Schön. Dann gibt es jetzt ein magisches Feuerwerk. Wenn ich den Duft aktiviere, haben wir einen Moment zum Reden. Nun? Jetzt warten wir, bis sie weghuschen. Interessante Methode. Ich hatte nie viel Glück mit Ratten. Einmal habe ich in totaler Finsternis eine mit der Gabel erwischt, wollte mit meinen Hexersinnen angeben. Meisterlicher Wurf. Leider hat ihn sonst niemand gesehen. Wie auch im Dunkeln. Also, was denkst du? Rattenfängerin? Ein tiefer Fall für die Beraterin des temerischen Königs. Ich bin nur froh, dich gesund und munter zu sehen und... Versöhnlich? Ich kannte mal einen, der auf alles mit Spott reagierte. Besonders auf Unglück. Gesunde Einstellung. Muss alt geworden sein. Eines Tages verlor er im Kampf beide Beine. Er zuckte mit den Schultern und sagte, dass sie ihn nie mehr schmerzen würden. Ich verstehe ihn sehr gut. Ich weiß, aber er hat sich in die Tasche gelogen. Ich glaube, er hatte einfach keine Wahl. Jeder lügt dann und wann. Aber sich selbst zu belügen, ist wie weglaufen, ohne eine Zuflucht zu haben. Manchmal ist Flucht die einzige Möglichkeit zu vergessen. Vielleicht hat dein Freund um seine Beine getrauert, aber davon sind ihm keine neuen gewachsen. Und? Wie geht es, Yen? Woher weißt du, dass ich sie gefunden habe? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Wie geht's, Yen? Es geht ihr gut. Das ist gut. Willst du was Bestimmtes wissen? Nein. Ich habe die Antwort schon bekommen. Wie romantisch. Sieh an, sieh an. Unsere Turteltauben schwatzen lieber als zu arbeiten. Die Arbeit ist getan. Geralt, das sind... Ich weiß, wer die sind, Triss. Freunde von mir, die mich gebeten haben, sie zu informieren, wenn ich einen Magier treffe oder eine Zauberin oder so. Hab's nicht übers Herz gebracht, sie zu enttäuschen. Eine Falle, ja. Geralt. Das hat mir gleich nicht gefallen. Wenn die Typen hier sind, um uns beim Rattenfangen zu helfen, sind sie zu spät. Du hast bezahlt und gekriegt, was du verlangt hast. In diesem Kornspeicher gibt es keinen Rattenschwanz mehr. Ich habe bezahlt, weil ich wusste, dass ich mein Geld zurückkriege. So ist das Leben für Zauberinnen in Novigrad heutzutage. Das sehe ich. Mein Vorschlag. Wenn die Jäger gekommen sind, können sie auch wieder gehen. Das tun sie aber nicht. Gut, wir haben es besprochen. Tut, was ihr nicht lassen könnt, aber denkt dran. Ich muss mich euch entgegenstellen. Jetzt reicht's mir aber mit dem Pisser. Mir auch. Sorgt dafür, dass die beiden hier ja nicht lebend rauskommen. Ja, das ist jetzt aber doof für euch, ne? Ich schon ein? Komm schon, komm näher. So, der ist schon mal irgendwie nur noch halb so stark. Der Kerl hat mich angeheuert. In der Annahme, dass er nicht zahlen muss. Reingelegt wie ein Kind. Bist du nicht gewesen. Wir müssen Brandon finden. Was hat der da gerade fallen lassen? Hexenjägerschwert. Ah ja, Stufe 8. Oh, okay. Na gut, dann suchen wir Brandon. Töte mich nicht! Guter Herr, bitte! Sie haben mich gezwungen! Sie hätten mir das Haus niedergebrannt oder das Warenlager, wenn ich es ihnen nicht gesagt hätte. Hexenjäger kennen keine Gnade. Verschone mich, guter Mann! Sei nicht wie diese Mörder! Halt den Mund! Ich sollte dich töten, aber tot nützt du nur den Möwen was.
Also bleibst du am Leben und bezahlst uns doppelt. Sofort. Gut, euer Geld. Und jetzt zisch ab. Danke, Geralt. Schon gut. Ich helfe immer gern. Weißt du, ich habe nachgedacht, wer was über Ciri wissen könnte. Mir ist was eingefallen. Eine Traumdeuterin namens Corinne Tilly ist in der Stadt. Angeblich sehr fähig. Eigentlich habe ich den Fähigkeiten von Träumern nie getraut. Corinne macht gute Arbeit. Du solltest es zumindest versuchen. Sie hat in der Nähe einen Auftrag angenommen. Folge dem Kanal, weg vom Fischmarkt. Das Haus ist bei der ersten Brücke. Es gehört einem reichen Bankier namens de Jong her. Kommst du nicht mit? Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Noch ein rattenverseuchtes Warenlager? Nicht ganz. Viel weniger befriedigend. Aber so sind die Zeiten. War schön, dich wiederzusehen. Fand ich auch, Geralt. Du solltest jetzt gehen, bevor Corinne wieder irgendwo untertaucht. Und wenn ich dich wiedersehen will? Ich wohne in den Scherben, in der Nähe des Fischmarktes. Komm mal vorbei. Würde mich freuen. Alles klar. Bis dann. Nun gut. Huch, was schubst du nämlich immer? Zwielichtige Person? Ja? Sicher. Ja? Schubs-Contest? Ja? Ja? Ja, ich schubst dich bis ins Feuer. Ja? Okay, lassen wir das. So. Das heißt, wir müssen jetzt die Träumerin finden und das in dem alten Haus irgendwo da hinten. Das werden wir auch tun. Aber leider werden wir hier an dieser Stelle nochmal einen kleinen Cut bzw. eine Pausenfolge machen. Und wir sehen uns gleich oder das nächste Mal. Bis dahin, macht es gut und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Ciao.